Liebe Leute, willkommen zurück zu Diablo 4. Wir schauen mal, was verloren sucht nach Nerell. Nee, wir sprechen jetzt mal mit ihr. Was für Dienste bietet ihr an? Ich sorge für einen steten Nachschub an, sagen wir, Proben. Für die Geistlichen in der Nähe. Allerdings wird es immer gefährlicher, ihren Wissensdurst zu stillen. Ich benötige eine große Menge intakter Ghoul-Herzen aus der Umgebung. Die gefräßigen Toten in der Nähe haben etwas Besonderes an sich. Sie können sich mit nur wenigen Tropfen Blut reanimieren. Ich würde selbst aufbrechen und sie holen. Doch ich bin es eher gewohnt, mit den vollständig Toten zu verkehren. Natürlich schätze ich eure Diskretion und ihr werdet angemessen entlohnt. Okay. Zeig mal her. Verfolgen. Hier jetzt einfach nur, wie viele braucht sie? 15. Das sollten wir doch eigentlich hinkriegen, oder? Die kommen doch immer in Riesenmengen auf einen zu. In Scharen. Hier, guck mal, da sind ja schon die ersten. Ich sehe euch doch. Okay, und daraus gibt es ein Herz. Aus 10 Mann. Und hier. Sehr gut. Sauber. Ach, das macht so Spaß, ne? Diese so alle wegfetzen. Hier so. Jetzt haben wir es ja gleich. 6 Stück fehlen noch. Großartig. So. 3 Stück noch. Warte mal. Ach ja, guter Hinweis übrigens. Ich kann die Sachen auch verwerten. Das kann ich nur leider nicht hier machen. Das ist ja so ein bisschen das Problem. Oder sehe ich das... Oh, hallo. Sehe ich das falsch? Fallen lassen, vergleichen, anlegen. Das ist das, was ich machen kann. Das heißt, für unterwegs... Habe ich davon nicht so viel? So, das hätten wir. Ihr seid unverwundbar. Ja, ihr Pfeifen. Hier. Zack. Aufgeräumt. Eigentlich aus mit so Diablo-Film oder irgendwie Animationsfilm oder irgendwas? Das ist noch nicht so misshandelt worden, oder? Ich habe den Eindruck, Diablo ist immer so ein bisschen ein Spiel geblieben. Mal besser, mal schlechter durch Immortal und so. Das kam mir nicht so super an, aber ich kann mich nicht erinnern, dass man daraus irgendwie einen Film oder eine Serie gemacht hat, obwohl es sich ja eigentlich total anbietet. Also ich meine, gerade zu Game of Thrones Zeiten oder so, das ist ja sehr beliebt und, aber ich denke, da will man mit der Fanbase sich vielleicht auch nicht unbedingt anlegen. Da muss man es dann richtig machen. Ich bin mit den Ghoul-Herzen zurückgekehrt. Ausgezeichnete Arbeit, Freund. Ghoul-Herzen scheinen die Geistlichen in letzter Zeit zu faszinieren. Das ist nicht überraschend. Den Feind zu verstehen, ist der erste Schritt zum Sieg. Korrekt. Also damit muss ich mich erstmal ein bisschen anfreunden. So, jetzt würde ich sagen, verkaufen wir erstmal ein bisschen was. Die Schmiede ist heiß, falls etwas bricht.
Ah ja, gut zu wissen. Gesamten Ramsch verkaufen. So, jetzt ist der Krempel mal weg. Jetzt schauen wir hier mal eben. Das können wir doch ebenfalls verkaufen. Ciao. Das ist besser. Ramsch. So, und jetzt kommen wir mal kurz zu diesen Ringen. Leuchtkäfig. Seltener Ring. Gegenstand gegen Feuer. Gegenstand. Widerstand gegen Schatten. Anlegen. Ich kann aber oben bei den Ringen... Der ersetzt dann immer den, der schlechter ist, nehme ich mal an. Die beste Rüstung in den Gipfeln. Verkaufswert. Verkaufen. Gutes Geschäft. Bei Vaters Segen. Bei Vaters Segen. Was haben wir hier? Entfesseltes Amulett. Widerstand gegen alle Schadensarten. Das ist doch gar nicht verkehrt. Im Vergleich zu... 4% Widerstand haben wir hier 4,3%. Zack. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Was ist das? Ah ja, da kann man Edelsteine reinmachen und... Ich habe Felle, Häute und Stahl. Das freut mich richtig krass für dich. Hier ist denn hier der normale Schlag, der hier, ne? Genau, und damit... Verbesserter Sprung. Verursacht 30% mehr Schaden. Verursacht im Verlauf 5 Sekunden außerdem Blutungsschaden. Das machen wir jetzt mal so. So, jetzt sind wir doch schon ein bisschen besser ausgerüstet. Dann würde ich sagen, schauen wir mal eben... Okkultisten sind Meister, damit er sucht ihm einen Kiowa-Schat auf. Sollen wir das mal machen? Kampagnenquest? Nee, das machen wir ein andermal. Wie komme ich denn jetzt hier hoch? Ach so, wahrscheinlich. Risen. Dann gucken wir mal, was er hat. Weil ich habe in der letzten Folge, habe ich schon gemerkt, na, das ist schon immer genauso kurz vor knapp so mit dem Leveln reingehen. Ist vielleicht nicht immer so super clever. Deshalb lieber mal ein bisschen was nebenbei machen und... Ich finde, bei ganz vielen Spielen sind die Nebenquests einfach auch immer die besseren Quests. Weil da kann man so eine abgeschlossene einzelne Story erzählen und die kann so super sein, dass man sich keine Gedanken darüber machen muss, dass das storymäßig an späteres nicht anknüpft oder so. Das ist fertig erzählt. Erzählt mir etwas über Extrahierung und Einprägen. Wie ihr sicherlich wisst, kann selbst scheinbar alltäglichen Objekten große Macht innewohnen. Ich kann euch helfen, diese Macht zu befreien. Der Prozess zersetzt das ursprüngliche Objekt und hinterlässt den reinen Aspekt seiner mystischen Kraft. Stellt es euch so vor, als würde man einem Körper die Seele entreißen und sie in einen anderen übertragen. Nicht, dass mir so etwas in den Sinn käme. Schon gar nicht in Hörweite der Kathedrale. Ach, das war die Quest? Okay. Zeig mal her. Also, wir benötigen Einprägen, ersetzt die Eigenschaft eines seltenen oder legendären Gegenstands mit einem ausgewählten Aspekt. Gegenstände können nur einmal geprägt werden. Was für ein Gegenstand wäre das denn beispielsweise? Kodex der Macht, verhüllender Aspekt. Okay, das habe ich nicht. Das heißt, das wäre das und ihr haltet 10 Schadensreduktion, während ihr einen Werwolf ver... What? Während ihr in einen Werwolf verwandelt seid? Da sage ich nicht nein. Zu wissen. Ah, hier hinten haben wir noch eine Nebenquest. Okay.
Okay, wer wohl? Ja, nehme ich. Schauen wir uns das Ganze mal hier an. Ihm Gold anbieten. Behaltet es. Ich will euer Geld nicht. Nur euer Ohr. Ich spüre es. Eine große Katastrophe wird sich im Norden abspielen. Das Tor ist in Gefahr. Ich verstehe nicht. Es wurde nicht grundlos versiegelt. Und nun versuchen die starrköpfigen Bestien, es aufzubrechen. Hört auf meine Warnung und haltet sie auf. Sie muss versiegelt bleiben. Ja, dann, let's go. So, das ist bereits ausgewählt. Versiegelte Tür. Ah, das ist schon. Hier oben. Führ mich da mal hin. Hallo, Abend. Ich verstehe nicht. Warnung, euer Stadtportal für die Rückkehr wird geschlossen, sobald ihr die Stadt verlasst. Wieso ist das so? Warte mal, weil ich mich hierher portiert habe, ne? Ja, schließ. Ist mir egal. Es geht jetzt um Nebenquests und ums Ruckeln und sucht nach der versiegelten Tür. Hier haben wir eine weitere Nebenquest. Kann ich das hier so wie in New World machen und einfach erstmal annehmen und dann später mich drum kümmern? Was macht ihr hier? Seht ihr ihn auch? Den Geist von Corrick, meinem Sohn. Als er ein Junge war, brachte man ihn zum Schwarzen Asylum. Jetzt verfolgt er mich stets. Er ruft mir zu. Fleht, dass ich... Ich weiß nicht, wie viel ich noch aushalten kann. Bitte, ich bezahle euch. Beendet seine Qualen. Bitte, schenkt ihm Ruhe. Vater. Oh. Ist das? Nein. Nein, nein. Nein, nein. Du bist tot. Vater, wollt ihr nicht kommen und mich besuchen? Nein! Sie haben dich weggebracht wegen dem, was du getan hast. Du... Vater, bitte kommt doch. Ich warte im Asylum. Fort! Fort! Bitte geh fort! Okay. Ford Escort. Wir schauen jetzt erstmal, was es hier mit der Tür auf sich hat. Hallo. Oh. Ich habe nicht genug Mut. So nämlich. Da haben wir einen Schrein. Da schaue ich kurz mal kurz schreien. Was geht denn hier ab? Was ist das? Da rechts haben wir doch eine Mission in einem Dungeon. Die versiegelte Tür scheint allerdings hier zu sein. Bereit.
So. Das sammeln wir auf. Das nehmen wir mal mit. Sehr gut. Es sind noch jede Menge auf jeden Fall. Ich muss warten. Wie viele hier sind. Oh, what? Oh, Smaragd. Oh. So, hier wären wir. Jede Menge Feinde auf jeden Fall. Danke. Da oben steht schon einer. Weg, weg. Ich muss warten. Nimm mal den Ring. Jetzt. Wo ist die Tür? Zeig mal, hast du was für mich? Du hast ein bisschen Geld. Nimm mal. Und noch mehr Geld, sehr schön. So, wir gehen hier mal hoch. Engelshauch. Oh. Das ist es. Was ist denn hier los? Ich habe nicht genug Wut. Ich muss warten. Ich habe nicht genug Wut. Die Tür bleibt zu. Wir lassen uns nicht einsperren. Okay. Das tiefe Weiß. Ich muss warten.
Town hingerichtet. Ja, sammeln wir noch ein bisschen Gold auf. Ja, hier unten war doch ein Dungeon. Warte mal, kann man den nicht... Hier, was haben wir denn da? Ah, das ist das. Okay, sehr schön. Das schwarze Asylum. Dann schauen wir mal, was es mit diesem Jungen auf sich hat. Ja, den ignorieren wir mal gekonnt. Jede Menge hier. Tundra von Oliam. Hier haben wir eine weitere Nebenmission. Auf. Das sieht nicht gut aus. Hört gut zu. Ich habe nicht viel Zeit. Einer unserer Männer, Fürst Avitus, wurde in der alten Stadt unter dem Berg niedergestreckt. Wir haben seine Leiche zum Beinhaus gebracht, aber er erwachte und lechzte nach Blut. Nur ich konnte entkommen. Bitte, ihr müsst ihn töten. Ich werde ihn töten. Ich muss erst so einen kleinen Jungen retten. Warte mal kurz. Das heißt retten. Wahrscheinlich eher erlösen. Kleiner Moment, wir schauen erstmal, was wir hier so schönes Neues haben. Wir haben Ramsch, Aurora, Smaragd, Verkaufswert 4. Warte mal, Sockel? Das geht hier aber nicht. Verleiht bei Verwendung Gegenstände. Nachdem sein Auftrag erfüllt wurde, ist das magische Siegel verschwunden. Ohoho. Danke. Auch nicht. Hauen wir das hier noch raus, dann haben wir zweimal Leder und jetzt gehen wir rein. Junge, wo bist du? Dein Geist nervt. Ja, sehr cool, dass man auch so langsam gehen kann. Gefängnistür. Wen höre ich hier? Du! Was willst du? Ich muss warten. Sehr gut. Wow. Gib mal was. Schade. Hier was?
komischer Typ, okay. Oh. Was hält er denn aus? So, da haben wir ein großes Tor, aber wir schauen natürlich erstmal. Ich habe keine Wut mehr. Komm her. Sehr gut. Was haben wir denn hier? Ich muss warten. Halten ganz schön was aus. Geh mal weg. Das Rad wird gedreht. Das öffnet ja möglicherweise die Tür. Sehr gut. Vielleicht doch nicht. Was habe ich denn damit jetzt geöffnet? Schaue ich noch mal eben. Ist da unten irgendwas? Nee. Führt denn die Kette hin? Hier hat sich doch auch nichts geöffnet. Ich weiß es nicht. Ziehen wir mal weiter und schauen, ob wir auf der anderen Seite vielleicht was finden. Denn die Seite hier ist soweit erledigt. Hier haben wir das versiegelte Tor, aber hier oben geht es noch weiter. Ich habe kaum noch Tode. So, erledigt. Ich muss warten.
Hallo. Ich muss warten. Ich brauche mehr Wut. Dann hol dir mehr Wut. Zorniges Phantom. Oho, gib mal was. Sehr gut. So, hier endet der Spaß nämlich. Was sehr gut ist. Und noch eine nette Hose. Das ist das zweite, das wird es wahrscheinlich sein, ne? Wird das angezeigt? Ich dachte, da steht jetzt sowas wie: Ein großes Tor hat sich geöffnet. So, dann schauen wir mal, ob sich das Tor jetzt tatsächlich vielleicht geöffnet hat. Okay. Ich bin noch nicht bereit. Muss ich mal eben schauen. Ist das das Tor? Ziel öffnet Tür. Ah ja. Sehr gut. Heimgesuchter Zellentrakt. Here!
Wer bist du? Nonstop Gemetzel. Aber so ist genau richtig. So. Hier oben noch was? Nee. Oh, wie schnell ich bin. Boom!
warten. Hier ab, muss ich das zerstören? Ich habe nicht genug Wut. Es hört nicht auf. Ich habe kaum noch Wut. Ich muss warten. Hallo? Also, Koffein kann man eigentlich vergessen. Man muss nur ein bisschen Diablo 4 spielen. So, jetzt ist die Frage, ist die jetzt befreit, die Truhe? Oder passiert das nochmal? Ich weiß es nicht. Sehr gut. Verfluchte Truhe. Ah, okay. Oh, echter Schwede, ey. Bereit. Okay. Krass. Krass, krass. Also das nimmt auf jeden Fall keine Gefangenen, das Spiel. Das zieht durch. Das ist ein richtiges Schlachtfest. Und ich finde, das Ganze gepaart mit dieser fantastischen Stimmung und wie das alles aussieht und wie sich die Dungeons voneinander unterscheiden. Ich meine, die sehen wirklich alle anders aus. Und dazu dieses Brachiale und Schonungslose ist irgendwie so gut, so eine gute Kombination. Das macht echt richtig Spaß. Und dann kommt natürlich noch das hinzu, was uns alle irgendwie an Videospielen hält, nämlich Loot. Jede Menge Loot, bessere Rüstung, mehr Durchschlagskraft. Man kann aufleveln, man kann neue Fähigkeiten erlernen und so weiter. Und das ist schon eine gute Kombination, finde ich. Und ich bin froh, dass ich das mit dem Controller probiert habe, denn es spielt sich wirklich sehr angenehm so. Ich glaube, mit der Maus wäre es irgendwann anstrengend gewesen. Auch wenn ich Diablo abgespeichert habe als Point-and-Click quasi so. Aber das ist ja wesentlich besser mit dem Controller.
Und auch sehr gut umgesetzt, wie ich finde. Also. Das fühlt sich nicht nach einem komischen, ich muss hier irgendwas kompromissmäßig dafür missen oder so, sondern es ist ideal umgesetzt, auch die Inventarsteuerung und alles. Sehr gut. So, dann berichten wir mal dem Vater. Ich habe den Geist eures Sohnes zerstört, doch er hegte einen tiefen Hass auf euch. Und doch fühle ich ihn immer noch. Ich höre immer noch seine Schreie. Die Wahrheit wird mich nie loslassen. Ich habe meinen lieben Jungen für eine Sünde fortgeschickt, die mein eigenes Werk war. Das Blut klebt an meinen Händen. Ganz und gar. Himmel, vergebt mir. Ich muss meinen Sohn besuchen. Ja. Ich komme, Gorik. Ich hätte gedacht, er bringt sich jetzt um, ehrlich gesagt. Das wirkt ja irgendwie so. Achso, warte mal, was ist das denn hier? Regionsfortschritt? Einfordern. Okay, das ist eine Menge Informationen hier. Also ich schalte in jeder Region nochmal Fortschritt frei, was wahrscheinlich durch Ansehen, was da oben steht, freigeschaltet wird. Und Ansehen erhalte ich durch freigeschaltete Wegpunkte, Stützpunkte, Nebenquests und so weiter. Okay. Okay. Tretet das geheiligte Beinhaus. Genau, das war der andere Typ. Das machen wir beim nächsten Mal. Was wir aber jetzt tun ist, wir folgen mal der Straße hier zurück und schauen mal, was ich so alles gefunden habe. Ich weiß nicht, wie ihr solche Spiele spielt. Ich bin für gewöhnlich so, ich erledige ein Dungeon oder ein Camp oder welches Spiel auch immer das ist und schaue dann danach, was ich bekommen habe. Wobei, es fühlt sich hier schon ab und zu so an, als würde es Sinn machen, während des Dungeons oder so die bessere Waffe auszurüsten. Aber ich habe mir das, seit Jahren mache ich das schon so, dass ich immer dann erst zum Ende hinschaue. Okay, was habe ich denn? Das ist so ein bisschen die Belohnung, worauf ich dann hinarbeite, den gesamten Einkauf quasi mir anzuschauen. Aber jetzt schauen wir erstmal, was es hier so Schönes gibt. Das ist schon mal besser. Kann man denn nicht irgendwie dafür sorgen, dass alles, was immer besser ist, automatisch ausgerüstet wird? Oder macht das keinen Sinn? Sehr gut. Alter Schwede. So, jetzt schauen wir nochmal Waffen verkaufen. Ich habe Felle, Häute und Stahl. Ach so. Muss mal eben schauen, wo man das verwerten kann. Geht das hier bei ihm? Wiederverwerten. Na, da ist es ja. Gesamter Ramsch. Ah. Reparieren kann ich nicht. Gegenstand aufwerten möchte ich nicht. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Zudem haben wir zwei Punkte. Warte mal, das ist ein normaler Sprungschlag. Das ist ein Hieb. Das ist Raserei. Schinden. Erzeugte Wute 9. Schindet den Gegner und fügt ihm 14 Schaden zu. Mit jedem Trefferpaar 43 Schaden verursachen. Ist das nicht was hier? Zuweisen. Dann haben wir hier das Maximum erreicht. Das kann ich hier nicht tun. Ja, ich wollte mal kurz schlagen, aber geht nicht. Dann schauen wir mal hier runter. Was der da anzubieten hat. Mir war so, als wären das ganz besondere Materialien mit diesen komischen anderen Münzen. Aber das ist magisch, ne? 178 habe ich.
Wuchtwaffe, Hiebwaffe. Ja, aber ich habe da gar keinen Vergleichswert. Was heißt das denn hier? Was ist das denn? Kuriositäten, was? Bis zum nächsten Mal. Ja, ich glaube nicht. Ist schon ein bisschen merkwürdig. Das erklärt sich mir nicht so ganz. So, wir haben das. Wir haben... Sprecht mit Schmiedemeisterin Gerti in Khet Bardu. Und hier haben wir 4 weitere. Dann können wir beim nächsten Mal schauen, ob wir lieber noch eine Nebenmission machen oder das hier vielleicht. Könnte durchaus sein, dass das irgendwas freischaltet, was wichtig ist zum Schmieden oder so. Aber krass sehen wir auf jeden Fall aus. Ja, es ist ein absolutes Gemetzel. Also es ist ja wirklich ohne Ende abschlachten, töten, Blut, Gliedmaßen abtrennen. Und das alles für guten Loot. Und deshalb macht es auch so viel Spaß. Liebe Leute, bis zum nächsten Mal mit Diablo 4. Ciao.